habe ich ja geschrieben über Daumen nach unten, diese Funktion und was sie eigentlich bringt. Und ich habe euch ja auch gesagt, was sie mir bringen könnte. Also, dass ich lerne, dass mir sowas egal ist. Ich persönlich finde das sehr wichtig, dass man sowas lernt, weil man immer wieder im Leben mit dem Thema konfrontiert sein wird. Also, dass andere einen nicht leiden können oder so. Oder dass die Möglichkeit besteht, egal ob Job oder Studium oder Freundeskreis oder neue Leute kennenlernen. Außerdem hat eine Freundin von mir gemeint, ich soll mal überlegen, was für Leute da wohl drücken, also auf Daumen nach unten, dass das ja nicht ganz normale Leute sind, so wie sie und ich, sondern weil wir würden halt nicht einfach so Daumen nach unten drücken, ohne einen bestimmten Grund, also mit bestimmten Grund meine ich, dass es zum Beispiel was Rassistisches ist oder Tierquälerei oder irgend sowas, Gewalt, aber nicht bei einem ganz normalen Video. Und ja, dass das dann halt vielleicht einfach nur dumme Kinder sind, die nichts Besseres zu tun haben. Hä? Warum sitzt da eine Katze im Flur? Ich sehe da drüben gerade, da sieht man halt die Fenster vom Flur im Haus gegenüber. Da sitzt eine Katze am Fenster, die habe ich noch nie gesehen. Die ist ja süß. Das ist eine Glückskatze. Die Frage gab es übrigens mal bei Wer wird Millionär? Und ich wusste es. Also, wisst ihr, was eine Glückskatze ist? Das ist, wenn die weiß, braun und schwarz ist, oder? Jetzt weiß ich selber nicht. Die ist auf jeden Fall weiß, hellbraun, so hellbraun, orangelich, orange und weiß. Weiß habe ich schon gesagt, weiß, hellbraun und schwarz. So, zurück zum Thema. Bei mir ist es halt so. Ich habe ja gerade erklärt, dass die Freundin und ich nicht einfach so einen Daumen nach unten geben würden. Weil das ist ja einfach Verbreitung von Negativen. Also man tut der Person nichts Gutes, sondern man meckert eigentlich sozusagen. Man meckert halt, dein Video war nicht gut oder du warst nicht gut oder du hast was Falsches gesagt. Also verbreitet man Negatives. Und ich bin so ein Mensch, der will, der möglichst nur Positives verbreiten will. Also ich will auch überhaupt nicht, dass irgendjemand traurig ist wegen mir. Und ich verstehe einfach nicht, das ist auch das, was mich so traurig macht bei diesem Thema, warum andere Menschen anders sind. Also warum es ihnen nichts ausmacht, jemanden traurig zu machen. Versteht ihr? Also besser gesagt, ich verstehe das schon, warum Menschen so sind. Also Menschen werden ja zu sowas. Wir werden ja nicht geboren und verbreiten Hass. Ein Kind verbreitet eigentlich nie Hass. Normalerweise. Und also ich weiß schon, woran das liegt, dass diese Menschen so sind, wie sie sind. Aber trotzdem macht es mich traurig, dass es so ist. Also zum Beispiel jemand, der dahergeht und sagt, hör auf mit YouTube, du bist voll hässlich, was weiß ich was, oder sogar geh dich umbringen, da weiß man halt, dass diese Person beispielsweise nicht genug Liebe bekommen hat
Es ist so, wenn man nicht genug Liebe bekommt oder so Hass und Ablehnung erfährt, dass man dann diese weitergibt. Zum Beispiel kann es auch sehr gut sein, dass diese Leute selbst gemobbt wurden oder selbst gemobbt werden und dadurch so einen Hass auf Menschen entwickelt haben. Also ich hatte ja auch mal eine Zeit so einen Menschenhass, so ganz extrem, und damals habe ich auch nicht so sehr darauf geachtet, andere glücklich zu machen. Oh Mann, es regt mich ein bisschen auf, dass ich meine Gedanken nicht richtig ordnen kann. Das kann ich zum Beispiel beim Blog schreiben, denn da schreibe ich erstmal alles durcheinander auf, was mir in den Kopf kommt, und dann kann ich erst ordnen und strukturieren und so. Und wenn ich spreche, dann geht es überhaupt nicht. Dann fallen mir so 3-4 Sätze ein, dann fällt mir wieder was anderes ein, dann fällt mir wieder das Thema davor, also die Sätze davor ein, und später alles so zusammenschneiden geht irgendwie gar nicht. Da müsste ich mich dann nochmal hinsetzen und dann so die Lücken füllen. Deswegen, ich hoffe, dass irgendwas Anständiges, halbwegs Anständiges dabei rauskommt und dass es euch nichts ausmacht, dass es so durcheinander ist. Bestimmt wird sich das noch verbessern im Laufe meiner Filmlaufbahn oder so. Also was ich noch sagen wollte, es gibt so einen YouTube-Kanal, der mich auch voll inspiriert hat, Videos zu machen. Also besonders in den letzten Wochen. Ich habe die nämlich erst letztens entdeckt. Die heißen Oh Gott, diese Familie. Und dann hat die Lina ein Video gemacht über Hater. Und das war eigentlich das beste Hater-Video, also Video über Hater, was ich je gesehen habe, weil es darum ging, Mitgefühl mit denen zu haben und nicht ihnen auch mit Hass zu begegnen. Weil wenn man das macht, dann wächst der Hass einfach nur weiter. Hass plus Hass gibt noch mehr Hass. Und deswegen sollte man sie entweder ignorieren oder sogar irgendwas Nettes zu ihnen schreiben. Also ich verlinke euch mal das Video in der Infobox. Es ist voll witzig, das zu sagen, das erste Mal. Dann könnt ihr es euch ja mal anschauen und euch eine Meinung bilden und dann mir eure Meinung sagen. Das ist etwas, worüber ich gern diskutieren würde. Über Hater und warum sie das machen, wie man ihnen begegnen sollte. Ja, also ob man sie ignorieren sollte oder sogar nett zu ihnen sein sollte. Oder findet ihr, man sollte die also auch beleidigen? Würde mich mal interessieren. Also ich schwanke zwischen ignorieren und mit Nettigkeit begegnen. Das Letztere ist nicht so einfach, glaube ich. Je nachdem, was es für Hater sind. Ich weiß halt nicht, wenn man sich dann sagt, ja, der Person geht selber voll scheiße. Vielleicht hat sie gar keine Freunde, gar keine Liebe von den Eltern. Vielleicht wird sie selbst gemobbt oder so. Ich weiß nicht, ob das dann die Beleidigung von der Person abschwächt, wisst ihr. Jetzt wäre es voll cool, euch live hier zu haben und gleich eure Kommentare zu lesen und dann gleich darauf antworten zu können. So. So, ich mache dann jetzt mal Schluss. Ich hoffe, dass das nicht so langweilig war. Ich glaube, man denkt selber über sich sehr schnell, dass
man langweilig ist oder das, was man sagt oder so. Aber wenn ich zum Beispiel so Videos gucke, dann langweile ich mich gar nicht so schnell. Auch wenn die Person gar nichts Spannendes sagt, sondern einfach nur so ihren Alltag zeigt. Aber bei mir selbst denke ich dann natürlich, es ist zu langweilig. Und ich gehe jetzt ins Café, in mein Lieblingscafé. Und werde dort gemütlich ein Latte Macchiato trinken und einen Blog-Eintrag schreiben, den ich schon letzte Woche angefangen habe. Ich weiß nicht, am Freitag oder so. Und dann einfach nicht ganz zu Ende geschrieben habe und dann bis jetzt nicht mehr weitergeschrieben habe. Ich sollte mir angewöhnen, wenn ich einen Eintrag anfange, den dann auch zu beenden. Weil sonst bin ich nächstes Mal nicht mehr so im Schreibfluss drin und nicht mehr so im Thema drin, gedanklich. Und dann macht es nächstes Mal auch nicht mehr so richtig Spaß. Wisst ihr? Wisst ihr? Ach, wisst ihr, was ich voll cool finden würde? Wenn Liz oder Sebel auch Videos machen würden und wir uns manchmal auch so antworten würden. Zum Beispiel, ja genau, zum Beispiel, ich habe ja jetzt über Hater geredet und dann habe ich ja Fragen gestellt und dann laden die auch ein Video hoch zu dem Thema und ihre Meinung. Das wäre voll cool. Aber Sebel wird sowieso nicht machen. Das weiß ich hundertprozentig. Schade. Und Liz, was ist mit dir? Oder auch Pipa Pippo. Oder soll ich den richtigen Namen sagen? Ich weiß nicht, ob der bekannt ist auf YouTube. Ich sag einfach Pip. Also ich gehe jetzt. Bye-bye. Siehst du, jetzt macht's keine Geräusche. Antworte doch. Emmchen.